Und weil ich gewöhnt war, Toleranz und hatte Freundinnen aus verschiedenen Kreisen. Meine Eltern hatten viele Freunde und Bekannte aus verschiedenen nationalistischen Kreisen, also nicht nur Tschechen, nicht nur Deutsche, nicht nur Juden. So kamen viele, die das Land verließen oder verlassen mussten und die noch Zeit hatten, die kamen Abschied nehmen. Viele hatten zum Abschied nehmen überhaupt keine Zeit. Von manchen guten Freunden haben wir nie wieder gehört. Und manche meldeten sich nach vielen, vielen Jahren. Das war ein sehr schwerer Anfang. Aus dem Grenzgebiet, aus dem deutsch-tschechischen Grenzgebiet, verließen ihre Wohnungen, Häuser, Geschäfte, Fabriken, Bauernhöfe, 3 Millionen Menschen. Und das war nicht nur Deutsch, das war Mischehen und verschieden. Einige mussten, viele gingen freiwillig und alle nahmen also Kurs Westen. In diese verlassenen Gegenden, zum Beispiel in das Erzgebirge, kamen nur Menschen, um da noch etwas mitzunehmen. Wer dort nicht geboren ist, der war dort nie ansässig. Andere sind im Lande, im Grenzgebiet, eventuell geblieben, manche nur kurzfristig. Die Kultur, die ganze Kultur im ganzen Grenzgebiet hat sich sehr geändert. Und ich könnte an ihrer Stelle sitzen als Österreicherin, denn im Jahre 1946 habe ich die Cousine meines Vaters per Post angesprochen in Langkampfen bei Kufstein. Der Bürgermeister von Langkampfen bei Kufstein hat mir eine Zuzugsgenehmigung geschickt, aber leider mit den tschechischen Behörden hat das absolut nicht geklappt. Und wie Sie sehen, ich bin im Lande geblieben und wurde also niemals zur Kommunistin. Im Februar 1948 war es nur noch kommunistisch. Und an meiner Stelle könnten 240.000 frühere politische Häftlinge stehen. Und wenn Sie diese 240.000 mit 3 multiplizieren, das sind so quasi die Familienangehörigen, das waren die persekutierten Familien. Die Kinder durften an keine Mittelschule, an keine Hochschule, durften keinen Beruf erlernen, konnten also nur bei Hacke und Schaufel arbeiten. Und wir 240.000 haben uns verschieden arrangiert. Ich habe Flugblätter geschrieben, den Text schrieben frühere Hochschüler. Dann habe ich über die Grenze einigen Menschen geholfen, die bestimmt eingesperrt gewesen wären. Ja, und eines Tages fiel die Falle. Und das war im Jahre 1951, da wurde ich verhaftet, vorher mein zukünftiger Mann, nach mir mein Vater, 2 ganz junge Pfarrer, 2 Lehrer und die anderen habe ich nicht gekannt. 11 Personen standen vorm Staatsgericht, die meisten Strafen waren über 10 Jahre, ich hatte 13 Jahre. Und habe mich ganz 9 Jahre abgesessen. Für diese 4 Jahre bekam ich eine 8-jährige Bedingung. Und das Schlimmste an der Sache war, ich bin in dasselbe politische Regime nach Hause zurückgekommen. Mich wollte niemand in die Arbeit nehmen, niemand von uns. Und wir waren so quasi
aus der Gesellschaft ausrangiert. Wir waren der politischen Situation einfach nicht gesinnt und das wusste dann jeder. Ja, und dann haben wir irgendwie die vielen Jahre überlebt. Dieser Film hieß Leben. Verlorene Leben. Ja, und ich sage, das Leben wurde gestohlen. Unser Leben wurde gestohlen und das kann niemand gut machen. Nicht mit Geld. Entschuldigt hat sich in der Tschechoslowakei uns 240.000 und diesen Familien niemand. Niemand. Und das ist das Ende von dem traurigen Lied. Ich danke Ihnen für Ihr Zuhören und für Ihre